Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Letztes Mal, wie ich den neuen Trailer hochgeladen habe von der E3, von The Division, haben einige gefragt, was es überhaupt in diesem Spiel geht und was die Story dahinter ist, und die erkläre ich euch jetzt. In New York ist ein Virus ausgebrochen. Zuerst haben sie geglaubt, es ist nur eine Grippe, aber dann hat es sich weiter verbreitet. Die Nationalgarde von der USA hat versucht, es einzudämmen und zu bekämpfen und hat Manhattan abgeschottet von der Außenwelt. Einige, die versucht haben, rüberzukommen auf die andere Seite, wurden direkt erschossen oder weggesperrt. Zuerst haben sie geglaubt, sie können das alles in Schach halten und die Bevölkerung beruhigen, solange es geht, aber dann ist eben auch noch der Strom für Manhattan ausgefallen und dann ging alles den Bach runter. Nun haben Überfälle begonnen, Plünderungen, Chaos und jeder tötete sich gegenseitig, nur um die Sachen zu bekommen von den anderen. Es ging rein ums Überleben und genau bei diesem Moment, wenn so etwas passiert, kommt eben der Division zum Einsatz. Das ist eine Spezialeinheit, ich weiß zwar nicht von welcher Organisation, aber sie benennen sich selbst als Titel: Wenn die Gesellschaft fällt, dann stehen wir auf und verteidigen es. Also das sind so Bekämpfer gegen die Kriminalität in eben einem postapokalyptischen Szenario, wie es eventuell kennt von The Last of Us. Dort ist es eben kein Virus, es ist ein Pilz, das sie zu Untoten erwachen lässt. Und hier ist eben, dass der Virus alle Leute getötet hat und jeder, die jetzt sich versuchen zu überlegen, bekämpfen sich gegenseitig. Sie verließen hiermit das Gebiet von Manhattan, die ganze Nationalgarde und Spezialeinheiten, und ließen eben der Division die Einheit zurück, um das ganze Material, die restliche Überlebenschance oder das Gegenmittel, denn es gab schon Anfänge von Gegenmittel, zu retten, dort in der Dark Zone. So, und jetzt ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von dieser Story, von The Division? Ist dieses Virus postapokalyptische schon viel zu viel mit neuen Zombie-Stories oder Virus so bei Last of Us? Ich hoffe, dass es wirklich komplett anders wird und einfach das Szenario zeigt, was wirklich wäre, wenn ein Virus oder eine Krankheit ausbricht. Zum Beispiel wie in Afrika dieses Ebola-Szenario. Wenn das auch bei uns ausbrechen würde, wie das circa ablaufen würde. Was denkt ihr davon? Wäre es genauso? Wie denkt ihr, wie die Story? Lasst einfach einen Kommentar da mit eurer Einstellung oder eurer Meinung. Und ich denke eben, dass ich dieses Spiel, wenn es rauskommt, am 8. März direkt in mein Inventar von Videos aufnehmen werde, weil das Szenario gefällt mir sehr gut. Und wenn ihr eben mehr Videos sehen wollt von The Division, drückt oben auf den Abonnier-Button, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. So, danke. Ciao und tschüss, euer Schausix.